Hallihallo, Hallöle. Mein Name ist Moka. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir machen heute weiter mit unserer Saison mit dem SC Paderborn. Ja, wir müssen jetzt die Mannschaft umstellen. Beziehungsweise müssen wir eigentlich gar nicht. Ich habe es aber vor auf der Position vorne, dass Mané seine Chance bekommt, sich mal zu beweisen von Anfang an und Clement für Zulonski reinkommt. Ja, in diesem Spiel geht's gegen Meppen. Meppen steht, glaube ich, relativ weit unten. Ja, eine von zwei Mannschaften, die noch keinen Sieg für sich verzeichnen konnten. Nur zwei Unentschieden. Die andere ist Sonnenhof Groß Asbach, die bis jetzt fünfmal verloren haben. Und für uns heißt es, weiter oben angreifen. Für dieses Video habe ich mir mal ein Thema ausgesucht, über das ich mit euch sprechen möchte. Und zwar möchte ich über Podcasts mit euch sprechen. Was für Podcasts ich höre. Und da wir ja ein bis jetzt reiner Fußballkanal sind, Entschuldigung, dass ich kurz was unterbrechen musste. Also, da wir ja ein reiner Fußballkanal sind zu dieser Zeit. Kommt natürlich auch als allererstes der Bericht über, ja, über die Fußball-Podcasts, die ich so höre. Das sind an der Zahl vier Stück, beziehungsweise eigentlich zwei. Also hier sehen wir jetzt einmal die Aufstellung von Meppen. Da sagt mir Gerd und Kleinsorge was. Ja. Wie gesagt, das sind vier Podcasts, wobei eigentlich nur zwei. Da der eine Podcast, den ich höre, beziehungsweise die drei von derselben Person kommen. Und zwar würde ich auch mit dem anfangen, das ist der Jap der Max Jakob Ost mit seinen Podcasts. Die da heißen Tribünengespräch, Kurzpass. Ich musste gerade nach meiner Tochter gucken, es tut mir leid. Und der dritte fällt mir gerade auf Anhieb nicht ein. Da spricht er über die erste Bundesliga, über die Spieltage.
Über alle Mannschaften macht immer eine sehr ausführliche Vorschau auf die Saison, eine sehr umfassende Rückblick mit Experten zu jedem Team. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und den zweiten, den ich höre, ist 93. Den höre ich nicht so aktiv wie Tribünengespräch, Rasenfunk. Jetzt habe ich den Namen. Der heißt Rasenfunk. Und das andere sind die Formate. Also der Podcast von Max Jakob Ost heißt Rasenfunk. Den lege ich euch wärmstens ans Herz. Ein ganz toller Podcast, den ich auch finanziell unterstütze etwas. Wie gesagt, dann höre ich noch sporadisch, wenn ich gerade nichts anderes zu hören habe. Ja, da haben wir jetzt erstmal das 1-0 geschossen. 93. Auf den bin ich durch einen anderen Podcast zu einem anderen Sportthema aufmerksam geworden, weil da der Axel auch Mitglied ist in dem anderen. Und dadurch habe ich da mal reingehört. Ja, die Folgen höre ich mir ab und zu an. Dann bleiben wir erstmal bei Sport. Dann höre ich mir die Sachen vom André Vogt an. Das ist ein Basketball-Journalist, Podcaster, der bei DAZN arbeitet als NBA-Experte, also als Moderator-Experte. Mit Five der Chefredakteur einer Basketballzeitschrift ist. Schade, da wäre fast der Pass gekommen auf Mané. Und den höre ich mir auch sehr, sehr gerne an. Ein sehr schönes Tor von Meppen, das muss ich zugeben. Im Bereich Sport geht es dann weiter mit Just Baseball. Ja, es ist der mir einzig bekannte deutsche Podcast, der sich mit der MLB beschäftigt. Mit Baseball nicht. Da gibt es noch einen, der sich mit der Baseball-Bundesliga beschäftigt. Und wahrscheinlich haben die einzelnen Teams, beziehungsweise ich vermute auf jeden Fall die Regensburg Legionäre, auch noch einen Podcast. Und ja, dadurch habt ihr gemerkt, ich beschäftige mich mit Baseball. Da könnte ich auch mal ein Video rausmachen zu einem relativ in Deutschland sehr unbekannten Spiel, MLB The Show. Das ist eine Baseball-Simulation der MLB. Die MLB ist die. Ich wollte jetzt sagen, höchste Spielklasse im Baseball. Es ist im amerikanischen System gibt es ja keinen Auf- und Abstieg. Und das ist die amerikanische Liga im Baseball. Und da ja Baseball in Amerika, in den USA, der Nationalsport ist, kann man da eine ganze Stange Geld verdienen. Also dann gibt es da Verträge für Giancarlo Stanton hat, glaube ich, für 10 Jahre. Giancarlo Stanton ist ein
Baseballspieler, einer der besten. Der hat, glaube ich, für 10 Jahre unterschrieben und bekommt in der Zeit fix 320 Millionen. Für American Football, was ich ja auch verfolge, habe ich noch keinen Podcast gefunden. Wenn ihr da Empfehlungen habt, könnt ihr mir die gerne mitteilen. Ich hätte da gerne einen, den ich auch hören kann. Ja, und was ich noch höre in Bezug auf Sport sind zwei oder drei verschiedene Wrestling-Podcasts. Und ja, ich stehe auf Wrestling. Beziehungsweise, ich gucke es mir ab und zu ganz gerne an. Dann kommen wir zum Bereich des Gamings, wo ich auch einige Podcasts höre. Und herauszuheben. Also ganz klar herauszuheben, für mich, also in dieser Liste wahrscheinlich der beste Podcast ist Auf ein Bier von André Peschke und Jochen Gebauer. Für diesen zahle ich auch meine 5 Euro im Monat. Und das mache ich sehr, sehr gerne. Das ist unabhängiger Spielejournalismus. Nicht unbedingt immer die Mainstream-Themen, die jeder beackert. Dazu finde ich die beiden noch sehr unterhaltsam, beziehungsweise die beiden haben das gegründet. Mittlerweile haben sie ja sogar Mitarbeiter. Ich muss sagen, mich interessiert natürlich nicht jedes Thema, was die machen. Die haben mittlerweile fast täglich Podcasts. Der ist nicht alles was für mich. Aber so zum Zwischendurchhören. Perfekte Wahl. Für alle, die mal reinhören wollen. Auf ein Bier. Eine Folge die Woche ist kostenlos. Jeden Sonntag veröffentlichen sie Auf ein Bier. Der Name Auf ein Bier kommt davon, dass sie bei Podcast jeweils ein Bier, mindestens ein Bier, verköstigen. Zumindest in ihren Sonntagsaufnahmen oder Sonntagsveröffentlichungen. Und da haben wir jetzt das 2-2 und es schnappt dir den Ball, es muss weitergehen. Clemens hat's gemacht. Nach Flanke von Christopher, Ajesh. Und Ita, du darfst mal reinkommen. Ich trinke mal einen Schluck, Entschuldigung, wenn man das hört. Vom vielen Reden wird mein Mund ganz trocken. Ja, ein weiterer Podcast, den ich sehr, sehr gerne höre, ist Radio Nukular. Der behandelt Nerd-Themen. Und die haben ein ganzes Podcast-Universum, würde ich das jetzt mal nennen, aufgebaut.
Nukuversum. Nennen Sie es sich selbst oder wird es von der Community genannt? Mit dabei sind unter anderem Radio Nukular, Kau und Schluck, würde ich da jetzt auch zuzählen, im Autokino, Rumble Pack, Anytime Late Night. Die kann man natürlich, das heißt natürlich, die kann man dann auch auf Patreon unterstützen. Dazu kommen noch vereinzelt Podcasts, die ich dann auch höre, wie das Podcast-UFO höre ich ab und zu. Dann höre ich jeden Tag Nachrichten vom Vortag als Podcast veröffentlicht. Und was ich noch vergessen habe, Stay Forever. Ein Podcast, wo über Retro-Spiele gequatscht wird. Ja. Das waren so im groben Überblick die Podcasts, die ich höre. Ich müsste jetzt auf mein Handy gucken, was für Podcasts ich noch höre. Das waren mit Sicherheit nicht alle. Aber ich spiele ja gerade. Ja, wir befinden uns ja jetzt, Tag der Aufnahme ist der Tag vom zweiten Halbfinale der WM, also England-Kroatien. Gestern ist ja mein Weltmeistertipp von vor der WM ausgeschieden. Schade. Tietz kommt dahin und Bertels darf nochmal ran. Ja, und heute spielt die England gegen Kroatien. Ich muss sagen, ich bin für England. Ich würde es persönlich total abfeiern. Da bin ich ja ehrlich. Wenn England die WM jetzt im Elfmeterschießen gewinnt. Das fände ich unverschämt lustig. Und da ich das so amüsant finde, habe ich darauf auch wenn ich mein Weltmeistertipp vor der WM ein anderer war, nach dem Elfmeterschießen gegen wen war das nochmal? Lass mich überlegen. Gegen Kolumbien, natürlich. Auch bei Bwin Geld darauf gesetzt, dass England Weltmeister wird im Elfmeterschießen. Jetzt, kurz vor Schluss, komme ich nochmal über die rechte Seite. Ah, schade.
Aber jetzt habe drücke ich vorne rein. Ah, und Mané. Ah, schade. Am Ende habe ich noch mal den Druck aufrechterhalten, aber es sollte nicht sein. Ja, ich war ja am Anfang recht schweigsam. Das tut mir leid. Ich dachte, ich habe meine Tochter gehört und dann hätte ich ja die Aufnahme unterbrechen müssen, beziehungsweise abbrechen müssen. Dresden ist an Michel interessiert. Nee, das Michel gebe ich garantiert nicht ab. Aber dann simulieren wir jetzt zum letzten Transfertag. Da werden wir stehen bleiben. Ob wir noch Spieler verkaufen, beziehungsweise was grundsätzlich so auf dem Transfermarkt passiert, das seht ihr dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Jetzt müssen wir noch kurz das ablehnen. Aber meine Verabschiedung wollte ich nicht unterbrechen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.